Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es Ostereier vom Grill. Keine normalen Ostereier, sondern schon was man auf den Grill packen kann und was mit Sicherheit richtig geil schmecken wird. Für die Zutaten zeige ich euch jetzt gleich. Ich spreche ein Video. Für Grillen gleich. Für die Zutaten. Zeige ich euch jetzt gleich. Dafür muss die Kameraeinstellung etwas geändert werden. Und ich muss mir ein bisschen Platz machen hier, weil die Kiddies wollen keine Ahnung. So, bei den Zutaten haben wir jetzt erstmal hier zwei Zwiebeln. Vier Eier. Lass mich doch mal bitte reden, Schatz. Vier Eier, die sind 5 Minuten vorgekocht. Ich hoffe, dass das ausreicht. 4 Kartoffeln. Die müssen wir jetzt gleich erstmal von der Schale befreien. Dann 800 Gramm gemischtes Hackfleisch und reichlich Bacon. Wie hast du das nochmal gemacht? Ja, weil ihr mir dazwischen gequatscht habt. So, für die Gewürze oder für die Würze einmal schönes grobes Meersalz, frischer Pfeffer, Basilikum, Thymian, Oregano und mein derzeitiges Lieblingsgewürz, das Hamburg Gunpowder von Ankerkraut, ist ein sehr geiles Gewürz. Das ein scharfes. Ja, so scharf ist das nicht. Aber extrem lecker. So, dann als Beilage gibt es noch eine selbstgemachte Kräuterbutter, die ich dann Aufbackbrötchen werde ich aufschneiden und dann kommt die Kräuterbutter in den Schnitt. Butter. Genau. Und kommt dann eben halt auch mit auf den Grill und wird dann eben aufgebacken. Wenn man zweimal Butter macht, dann kommt der Kräuterbutter. So, ein bisschen Werkzeug haben wir auch noch. Kartoffel, hier so ein Schäler, Messerchen und eine Gabel und ein Schneidbrett. Die Eier sind ja jetzt soweit vorbereitet. Aber du musst... Die müssen wir jetzt nachher nur schälen. Jetzt werden erstmal die Kartoffeln von ihrer Schale befreit. So, die Kartoffeln und Zwiebeln habe ich mittlerweile von den Schalen befreit. Jetzt kommt das erstmal hier auf die Seite gestellt. Da brauche ich dann jetzt nachher erstmal das Schüsselchen hier. Das kommt auf die Seite. Und dann kommt dafür, ziehe ich mir mal eben Handschuhe an. Ja. Jetzt kommt das Gehackte. Das gemischte Hackfleisch kommt in die Schüssel. Ja, Wind. Wind. Das wird jetzt gewürzt und zwar mit dem Hamburg Gunpowder. Da kommt dann auch mal so ein bisschen was dabei. Das wird dann schön durchgemischt. Das Zeug, das riecht so geil. Wo das riecht? Wonach? Nach Gewürz. Nach Paprika, nach Salz und Pfeffer und all sowas. Ja. Paprika. Die Eier, die habe ich weggetan. Die brauchen wir jetzt noch nicht. Die kommen gleich erst. Nein, liegen lassen, Schatz. Hier drin.
Hier drin? Mhm. Da drin. Ja. So. Ja. Durcheinander. Durcheinander, genau. Hm? So. Das ist frei. Das haben wir jetzt erstmal schön durchgemischt. So denn. Hm? So denn. Denn. Jetzt denn? Widmen wir uns. Upsala. Widmen wir uns den Eiern. Und die müssen. Osterhase hat die Eier gegeben. Ja, der Osterhase hat die Eier gegeben, ne? Ja. Ja. Hingelegt. Ja, hat da eine Wiese gelegt, ne? So, ich hoffe, dass das. Und Stein. Ich hoffe, dass das ausreicht. Auf den Stein. Auch auf die Steine, ja. Auf den Boden. Aha. Auf den Sandkasten. Auch auf den Sandkasten, ja. Also die Eier sind. Auf den Ofen. Die lassen sich nicht schön schälen. Die sind auf jeden Fall innen drin noch extrem weich. Auf den. Ich glaube. Hä? Ich hätte die. Essen. Nee, die kann man noch nicht essen. Julius. Hm? Julius. Da müssen wir erst noch was mitmachen. Ja. Ja. Alle. Alle, ja. Handschuh. Nee, Handschuh brauche ich jetzt hier nicht. Hier ist Schuhmatten. Ich glaube, das geht in eine Hose. Ist das hier denn? Ist das hier denn? Hätte die Eier vielleicht dann doch länger. Was das? Nee, das wird nichts. Nee, das wird nichts. Die habe ich einfach zu kurz gebacken, zu kurz gekocht. Die fallen mir so auseinander. Naja. Nicht essen. Ja doch, das müssen wir jetzt so essen. Auch essen. Schade. So. Da das mit den anderen Eiern nicht geklappt hat, musste ich jetzt mal eben kurz umzwitschen. Musste dann jetzt eben hier bunte Eier nehmen. Die sind auf jeden Fall hart gekocht. Die sollten sich dann auch besser schälen lassen. Die anderen Eier muss ich mal gucken. Vielleicht kriege ich die nachher noch ein bisschen, dass ich die. Nö, alles gut. Ja? Aber selbstverständlich. Hier ist gerade von unseren Nachbarn gekommen. Ein kleiner Ostergruß. Sehr lieb. So, wie gesagt, jetzt hier der zweite Versuch mit den hartgekochten Eiern. Mal schauen, ob das besser funktioniert. Hm? Wovon? Von den Eier drauf. Da sind Eier drauf? Ja, hier Eier. Hey, nee. Mal schlaf hin. Hä? Oh, ich glaube, hiermit funktioniert das besser. Ja, die Eier werden jetzt auch soweit. So, dann hole ich, dann die legen wir jetzt erstmal hier auf die Seite. Dann mache ich mal mein Brett wieder frei. Verena? Papa, wir können das mit Verena teilen. Können wir das mit Verena teilen? Ja, ich nehm den Gesicht oder ich nehme das Große. Das Gesicht und Verena kann ein kleines nehmen. Ja. Ein kleines. Genau. So, die Kartoffeln, die werden jetzt in. Zwei. In so. Eins, zwei. Anderthalb, Stücke zwei Zentimeter. Geschnitten! Anderthalb, zwei Zentimeter Scheiben geschnitten. Geschnitten. Genau. Ja, möchte ich auch mal eine so, haben. So, dass man die so
schön hinstellen kann, Lars, oder nicht? Bitte. Was ist denn mit? So. Und mit den Zwiebeln verfahren wir dann ähnlich. Die werden einfach nur so auch in so Scheiben geschnitten. Ich glaube, eine hätte ausgereicht. Zwiebeln, die kann man vielleicht noch mal rauchen. Nachher. So. Jetzt hole ich mal wieder das Gehackte. Bereite mir schon mal ein paar Bacon-Streifen vor. Denn das wird jetzt gleich benötigt. So. Hier werden wir jetzt wieder mit dem Gehackten. Da machen wir uns jetzt ein paar kleine Patties. Die kommen dann hier auf die Kartoffel. Da kommt dann eine Zwiebelscheibe drauf. Und dann eine Scheibe Kartoffel. Und wieder ein kleiner Patty. Papa, ein Zwiebel, Kartoffel. Kaka, du kommst ja nicht dran. Und da kommt dann jetzt so, das sieht jetzt so, ich glaube, nehmen wir eine Scheibe Kartoffeln dazwischen weg. So, die Ostereier werden jetzt schon mal eingepackt, die sind also erstmal so weit fertig. Das sind keine Ostereier. Ja, sowas ähnliches. So, und dann kümmern wir uns jetzt um diese Kollegen. Und die kommen jetzt auch. Du darfst die Schale nicht abmachen. Tue ich nicht, habe ich nicht abgemacht. Die werden wir jetzt auch. Nein. Da werden wir jetzt auch ein schönes Mäntelchen aus Mett hier drumrum machen, aus Gehacktem. So, ich glaube. Und das zu einer schönen Kugel formen. Eine Kugel formen. Mhm. Also ein. Das drücken wir nachher in Eierform. Eine Eierform? Ja. Eine Eierform. Mhm. So. Aber keine große. Keine große? Nein. Aber doch nicht die bunten Eier. Nicht die bunten Eier. Wo sind denn die ganz... Die weißen? Was? Die weißen Eier, die hat Mama wieder mit runtergenommen. Die müssen noch mal gekocht werden. Die waren ja noch nicht fertig. Das wären jetzt unsere Ostereier. Das ist ja noch so eine Scheibe Bacon. Lecker. Die kommen jetzt erstmal wieder weg und in den Kühlschrank.
weil es dauert noch ein bisschen, bis wir den Grill anfeuern oder bis die auf den Grill kommen. Und es ist wirklich warm und von daher kommt die jetzt erstmal in den Kühlschrank. Ich habe Blaubeeren hier. Hast du noch Haare? Oh, jetzt habe ich hier die Eier noch. Das ist jetzt natürlich blöd. So, ist mir gerade ein kleines Mal über passiert. Die Ostereier sind vom Tablett gekullert. Naja, ist egal, kommen nachher auf den Grill. Sind jetzt nicht kaputt und die dreckig geworden. Alles gut. Jetzt kommt erstmal die Kräuterbutter dran. Dafür habe ich hier ein Stück Butter. Okay. Die ist schon ganz schön weich geworden. Hast du den in der Sonne liegen lassen? Leider. Ja, okay, dann tue ich sie jetzt wieder in den Kühlschrank, bevor die wegfließt. Haben wir noch Butter? Das war das letzte Päckchen, glaube ich. Ja, das glaube ich war das letzte. Und ein bisschen Margarine, weil ich nicht mehr so viel Butter habe. Und meine Maus mich vierteilen würde, wenn ich ihre ganze Butter jetzt verbrate. So, das wäre jetzt erstmal das. Und, machen wir ein wenig sauber. Das geht zwar nachher in die Spülmaschine. Warum weiß ich nicht, dass wir noch Fortress Berry haben? Hm? Warum weiß ich nicht, dass das noch bis Mai haltbar ist? Hab ich dir aber erzählt. Und da kommt dann noch ein Schuss Olivenöl. Ja gut, dann... Okay, dann das Cola, das wird nicht mehr gut sein. Ne? Ein, das ist so offen. Ein ordentlicher Schuss Oregano. Hast du Knoblauch? Ach nee. Basilikum. Oh, Knobi habe ich vergessen. Haben wir denn noch frischen Knoblauch? Nee. Oh. Würdest du mir mal das Knoblauchgewürz holen? Danke. So. Thymian. Salz. Ein bisschen Pfeffer, nicht viel. Weil so frisch gemahlener Pfeffer, der hat wirklich so richtig Aroma. So, nun kommt das Ganze schon mal. Danke. Boah, das lässt sich aber gut. Ja. Das ist die Rahmen wahrscheinlich besser als die Butter. Das stimmt wohl. So, das Ganze wird dann schon mal einmal durchgerührt. Ich mache das hier mit einer Gabel, das ist so ganz witzig. Da kriegt man dann auch so ziemlich alles mit. So, eine der wichtigsten Zutaten. Frischen Knoblauch habe ich leider nicht mehr. Deshalb kommt hier Knoblauchgranulat dran, Knoblauchpulver. Aber ist nicht schlimm, das schmeckt auch. So. Das Ganze rühren wir jetzt schön zu einer schönen Pampe. Vielleicht noch nachher der Geschmackstest nachher noch machen, ob das auch in Ordnung ist. Ein bisschen Salz geht noch. Und das wandert jetzt auch in die Kühlung. Und dann kümmere ich mich um den Grill. Lass den auf Temperatur kommen. Besorge mir die Brötchen noch. Und bereite die schon mal vor. Ich glaube, ich habe hier noch 5 Stück. Das sollte reichen. Danke. So, wie gesagt, kommt erstmal in den Kühlschrank. Und dann gucken wir weiter. So, der Grill ist jetzt vorgeheizt. Der liegt jetzt aktuell bei, bisschen arg heiß ist er, bei knapp 300 Grad. Das Video sieht jetzt so aus. Das wird jetzt
bisschen runter. Ich habe den nur vorgeheizt, weil in der Mitte vom Grillrost brauche ich richtig Temperatur. Ich hole jetzt mal die Eichen raus hier. So. Und dann kommen die mal in die Mitte auf den Grill. Zuerst muss ich noch ein Foto machen. Mama, zuerst müssen wir noch ein Foto machen. Ja, machen wir die eben gesichert. Da ist auf jeden Fall eine Höllenhitze drin. In dem Teil. Ich hoffe, das Ganze bleibt mir einigermaßen stehen. Der erste rum. So, das habe ich jetzt hier auf dem Grill liegen. Ich tippe mal so auf 40 Minuten ungefähr. Wir haben es jetzt 13:30 und dann gucken wir mal, wie es dann in so 35, 40 Minuten aussieht und dann hole ich euch wieder dabei. So, die Ostereier sind jetzt mal fertig. Jetzt wird es Zeit, sich um die Beilage zu kümmern. Dafür habe ich jetzt hier Aufbackbrötchen, Steinofenbrötchen. Die werde ich jetzt so einschneiden. Und dann kommt die Kräuterbutter dazwischen. Was macht denn Papa? Ach nee, das Messer nicht gut. Ist ein bisschen tricky, weil die Dinger ziemlich schnell durchbrechen. Das wollen wir natürlich nicht. Ich meine, gut, man kann diese Kräuterbaguettes auch fertig kaufen. Aber eine selbstgemachte Kräuterbutter oder selbstgemachte Kräuterbaguettes, so in diesem Falle, schmecken einfach besser, weil du kannst dir da so viel Kräuterbutter reinknallen, wie du gerade Bock hast. So, das machen wir jetzt mit allen vier Brötchen. Brötchen sind fertig. Und ich habe den Ablagerost wieder im Grill positioniert. Den musste ich vorher ein bisschen rausnehmen. Ich kann das nicht abessen. Und jetzt kommen die. Ja, ich weiß. Dann tu es weg. Und jetzt kommen die Brötchen rein. Und ihr seht, die sehen schon sehr lecker aus. Die ganze Geschichte. Naja, machen wir erstmal nur zwei. Erstmal nur zwei reingemacht. Die anderen beiden, die lassen wir noch liegen. Die werden dann einfach nachher fertig gebacken. Kleiner Nachtrag zum Video. Also ich bin ja ein guter Esser, behaupte ich von mir. Aber wirklich, nach so einer Mini-Bacon-Bomb, so mit dem Met und Bacon und Ei drin und einem so einem Osterei mit den Kartoffeln und den Zwiebeln und ein Brötchen, war ich pappensatt. Und noch ein kleines Nachtrag zu dem Video. Gasgrill ist natürlich auch gefährlich. Ich habe hier einen schönen Fettbrand im Grill. Ich habe den gerade sauber gemacht oder wollte den sauber machen. Hier ist eine Höllentemperatur drin. Das ist wirklich jenseits der, keine Ahnung, jenseits der 400 Grad. Wenn man das hier so sieht. Und ich hatte den Deckel schon mal auf. Gasflasche habe ich zugedreht. Regler sind alle dicht. Ich lasse den jetzt einfach ausbrennen.
Dann gehe ich nachher mit der Bürste ran und dann ist er auch wieder sauber. Also immer cool bleiben bei so einer Geschichte. Alles halb so wild.